In diesem kurzen Film zeige ich Ihnen, wie Sie einzelne Böschungen in der Lage anpassen können und in Spezialfällen die Böschungen auch begrenzen können. Es wurde nun der Wunsch geäußert, die einzelnen Fundamente, die geneigt sind, in der Isometrie miteinander zu verschmelzen. Wir aktivieren dafür die Baugrube und klicken uns wie über den Griff das Element an. Wir haben nun wieder alle Einstellungsmöglichkeiten in der Palette zur Verfügung und können über weitere Griffe am Rand das Element im Grundriss auch verändern. Die Neigung bleibt jederzeit erhalten. Als nächstes aktiviere ich mir ein weiteres Fundament und mache genau die gleiche Modifikation wieder über die Griffe. Mit den Tastenkürzeln Shift und Control kann ich zusätzliche Punkte im Polygon einfügen oder auch den ganzen Polygon verschieben. Ich verschiebe nun exemplarisch das Einzelfundament an den Rand der Baugrube. Da die Baugrube einen Böschungswinkel von 90 Grad hat und das Einzelfundament von 80, wird die Böschung des Einzelfundamentes fälschlicherweise hochgezogen. Hier exemplarisch habe ich mal die Böschung auf 75 angepasst, damit man es besser sieht. Diese Verschneidung ist in diesem Beispiel nicht gewünscht. Ich begrenze nun also das Fundament mit 1 Meter und erhalte einen zusätzlichen Polygon. Den Polygon kann ich über Griffpunkte in der Lage wieder verändern, zusätzliche Punkte einfügen oder einzelne Punkte verschieben. Somit kann ich das Verschneidungsproblem auch bei speziellen Fällen jederzeit sauber lösen. Diese Begrenzungsfunktionalität ist ein sehr mächtiges Werkzeug und kann natürlich auch für x-beliebige andere Anwendungsfälle eingesetzt werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit.